ÖVP macht eine Klausur, wo sie über ihre Strategien und über Wahlkampfkampagne spricht, eine zweitägige. Und sie lädt als ersten Sprecher einen Politiker, einen Mandatar ein, der nicht Mitglied ihrer Partei ist. Passt irgendwie nicht das Bild, oder? Die machen das nicht. Und ich finde es wunderbar, dass das Teil eures Selbstverständnisses ist, dass für euch selbstverständlich ist, dass eben auch andere Leute, die vielleicht nicht Mitglied sind in der Partei, dass die hierher kommen können, dass die angehört werden, auch wenn sie vielleicht ein paar kritische Sachen sagen werden. Und dafür möchte ich mich eigentlich bei euch bedanken, zuerst für die Einladung, nicht, dass ich eingeladen wurde, sondern eher für die Art und Weise, wie ihr eingeladen wurde. Das zeigt, dass ihr offen seid und ich glaube, in diese Richtung soll es auch gehen. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ihr und eure Bewegung auch wichtig sein für den politischen Prozess und für das politische System, auch hier in Österreich. Ich habe mir zur Aufgabe genommen, in meinem Impulsreferat, das ich so 10 Minuten gestalten möchte, einfach die Frage zu klären oder für mich zu klären oder auf den Punkt zu bringen, was ist nötig und möglich, damit ein erfolgreicher Nationalratswahlkampf unter euren Voraussetzungen geführt werden kann. Und vielleicht beginnen wir kurz bei der Analyse, weil die gegenwärtigen politischen Verhältnisse, die bestimmen dann natürlich auch die strategische Ausrichtung zusammen. Und ich glaube, wo wir d'accord sind und einer Meinung sind, ist, dass unser gegenwärtiges gesellschaftliches System, dass unsere Art und Weise des Zusammenlebens in einer Krise ist. Ich glaube, wir haben eine Sinnkrise und eine Gerechtigkeitskrise. Wir sehen, dass die Vermögensverteilung immer weiter auseinandergeht. Wir sehen, dass Banken gerettet werden und gleichzeitig die Staatsverschuldung steigt, gleichzeitig die Sozialleistungen gekürzt werden in einzelnen Staaten. Und daraus erwächst natürlich ein Gefühl nach mehr Gerechtigkeit. Ja? Und dieses Gefühl nach mehr Gerechtigkeit, das kann man erkennen in sämtlichen westlichen Ländern derzeit. Man sieht massive Proteste teilweise. Es gibt unterschiedliche Bewegungen, also sei es zum Beispiel die Occupy-Bewegung, sei es Anonymous oder sonstiges. Und ich glaube, dass die Piraten Teil dieser Bewegung sind, Teil dieser Sehnsucht nach einfach ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Ja? Da gehört natürlich Transparenz dazu, da gehören unterschiedliche Dinge dazu. Und diese Bewegung wird sich zuspitzen. Ja? Es wird ein Konflikt sein. Es ist ein Konflikt um mehr Gerechtigkeit, es ist ein Verteilungskonflikt. Und die Krise wird sich auch weiter zuspitzen. Das ist schlecht. Ja? Aber natürlich ist das für Bewegungen, die Alternativen anbieten, die eine Opposition sind, wird es Zulauf bringen. Und solche Bewegungen werden schlussendlich in der kommenden Zeit auch weiter wachsen. Das ist sozusagen der größere Rahmen, den wir uns bewegen. Wenn man uns dann anschaut, innerhalb von Österreich, also was ist jetzt die klassische politische Situation, in der euch bewegt, und, da möchte ich von meiner Seite einfach ehrlich sein zu euch. Und ich glaube, dass ihr derzeit auf einem Kurs seid, der euch bei den Nationalratswahlen weniger als 1% hat. Ich glaube nicht, dass ihr unter den derzeitigen Voraussetzungen eine Chance habt, dass ihr reinkommt. Hier glaube ich, euer Wahlkampfbudget glaube ich sehr gering, ich weiß nicht genau, was ihr habt. Die Voraussetzungen sind, ja, wenn man es vielleicht thematisch ausdrücken will, der Fahrzeug mit einem Schlauchboot, ja. Wollt ihr dann in ein Schiffrennen einsteigen? Das Glück ist, die anderen sind keine Schlachtschiffe von der US-Marine, die irgendwo am Pazifik kreuzen, sondern das sind halt ja, alte Wiener Donaudampfer. Aber trotzdem, es ist ein ungleicher Kampf natürlich und da gibt es meines Erachtens noch nur eine Möglichkeit, damit man diesen Kampf auch erfolgreich gewinnt. Aber die Möglichkeit gibt's. Also ich bin da optimistisch, ich glaube, dass es möglich ist, nur ihr müsst es heute und an diesem Wochenende erkennen, ja, dass es eine Trendumkehr braucht. Ja. Ihr müsst jetzt wirklich beide Beine in die Hand nehmen und es laufen lassen. Ihr müsst ins Match kommen, ihr müsst richtig reinkommen. Ne. Derzeit seid ihr zu wenig präsent. Man spürt euch nicht, ihr tut es nicht weh. Ne. Ihr löst zu wenig aus, ihr müsst nur mehr rein in das Match. Und da komme ich eigentlich zu meiner Kernaussage, was ich euch mitgeben möchte, oder was ich glaube, dass notwendig ist schlussendlich, dass ihr hier in den kommenden Monaten einen Erfolg haben werdet. Und das ist schlussendlich ein zielorientierter, kreativer Aktionismus.
Das ist das Einzige, womit ich, glaube ich, Chance habe, in den nächsten Monaten zu punkten. Der ist kostengünstig, den kannst du mit eurem Manpower im Endeffekt auch wirklich bewerkstelligen. Was meine ich damit? Zielorientiert. Ich habe sie verfolge die Piratenpartei natürlich gerne. Und was mir halt ein bisschen abgeht, ja, wenn man eine Organisation ist, eine Bewegung ist, mit euren personellen Möglichkeiten, mit euren finanziellen Möglichkeiten, mit all den Möglichkeiten, die ihr habt, ist es natürlich zentral, von zentraler Bedeutung, dass ihr ein einziges Ziel fokussiert. Ihr verläuft seid mit ganz vielen Zielen. Ihr könnt es mit eurer Kapazität nicht auf so vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzen. Es ist nicht möglich. Ja? Also schafft es bitte innerhalb eurer Bewegung, dass ihr alle an einen Strang zieht, dass ihr alle in eine Richtung schießt, dass ihr ein Ziel gerade rausgibt. Und da müssen wir dann alle hin. Wenn ihr jetzt anfangt, da mit Landtagswahlkämpfen und dergleichen, da jetzt die ganze Energie reinzusetzen, ja, dann geht es verloren. Eure Kraft, die begrenzt ist, ja, die wird irgendwo sich dann verteilen in ganz Österreich und ihr werdet zum Schluss kein einziges Ziel erreichen. Also definiert ein genaues Ziel, wenn das der Nationalratswahlkampf ist. Das ist möglich, ja? Das ist möglich. Was heißt das noch? Kreativer Aktionismus. Was verstehe ich unter kreativem Aktionismus? Ja? Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Greenpeace. Das ist eure Chance. Ihr müsst auf die Barrikaden. Ihr müsst irgendwo anfesseln. Ihr müsst Sachen besetzen. Ja? Ihr müsst darüber nachdenken, ob ziviler Ungehorsam für euch eine Methode ist, die auch wirklich toleriert worden ist. Mit der ihr eure Möglichkeiten und euren Inhalt dann transportieren könnt. Ihr müsst es da rein. Ihr müsst es in Bildern decken. Ihr müsst Geschichten produzieren. Ja? Das heißt, ihr habt eine mediale Landschaft vor euch. Und in diese mediale Landschaft müsst ihr reinkommen. Ja? Ihr müsst in dieses Match da reinkommen. Ihr müsst Themen setzen. Wie kann man das machen? Geschichten produzieren. Denkt auf dem Journalistischen. Ja? Denkt wie ein Journalist. Was muss man machen, damit man die Zeitung macht? Ja? Eine gute Geschichte. Was ist eine gute Geschichte? Das kann ein Aktionismus sein. Ich kann mich irgendwo anketten. Das kann aber auch gut sein, dass ich irgendwelche Fakten recherchiere zur Krise. Solche Sachen. Also, ich glaube, das Wichtigste für euren Wahlkampf ist, dass ihr ein Team aufstellt von rund 5 bis 10 Personen, die schlussendlich dieses Aktivistenteam sind, ja, die diese Aktionen planen. Und die Aktionen müssen dann wirklich zack, zack, zack auch raus. Ein Team aufstellen, die recherchieren, die Geschichten produzieren, die euch die Journalisten am liebsten aus der Hand reißen. Ja. Das sind Sachen, die ihr alle machen könnt, dann braucht ihr kein Geld. Ja. Ihr habt einen Computer, ihr habt Köpfe, ihr könnt recherchieren, ihr könnt sich aus. Ihr müsst nur das Gespür kriegen für Geschichten. Ihr könnt die Geschichten aus der Hand reißen. Das ist eure Chance. Ja. Was können Geschichten sein? Die Top-Story gerade derzeit zum Beispiel Offshore-Leaks. Ja. Das ist eine Geschichte, die rennt weltweit. Das ist dann plötzlich eine Geschichte, die über einen größeren Zeitraum von Bedeutung ist in der medialen Landschaft. Und wenn das von euch produziert werden kann, so große Geschichten, ja, dann seid ihr ein Match. Wenn ihr in einem Themenbereich plötzlich die Themenführerschaft davon findet, ja, das meine ich mit ins Match kommen. Ja. Da müsst ihr rein. Und das könnt ihr billig produzieren, das könnt ihr selbst machen. Da braucht ihr keine großen finanziellen Möglichkeiten. Ja. Darüber hinaus, und das ist natürlich klar, gibt es natürlich ein Basisprogramm, ja, bei seinem Wahlkampf. Und das Basisprogramm ist eindeutig, also das beginnt natürlich beim Unterschriften. Das ist zentral für euch. Und denkt dran, Journalisten, ja, die Leute, die schauen drauf, auf quantitativ Kennzahlen. Ja. Das heißt, wenn ihr Unterschriften sammeln beginnt, dann ist das ein Horse Race für euch. Ja. Ihr habt einen Mitbewerber. Die Journalisten werden drauf schauen, wer als erster fertig ist mit dem Unterschrift zusammen. Und der ist dann eventuell am besten im Match. Wenn ihr die Letzten seid, dann gibt euch keiner mehr eine Chance. Wenn ihr das aber richtig schnell macht, die Unterschriften zusammen, wenn ihr da extrem schnell fertig seid, dann kriegt ihr auf einmal, die sind gut organisiert. Andere Sachen, so klassische Wahlkampf-Auftaktveranstaltungen natürlich. Ja. Ich meine, das sind so Situationen, die mögen jetzt vielleicht nicht so herkömmlich wirken, aber das sind immer Situationen, wo dann auch der Elf vorbeikommt und dann einen Beitrag zum Beispiel. Und da immer, es gibt immer die klassische Formel, ja, Headcount. Ja. Wenn man so eine Veranstaltung macht, dann sitzen die Journalisten drin und zählen die Köpfe. Ja. Und schauen sie, wie stark seid ihr.
Und das ist dann ganz wichtig in eurer, also in der journalistischen Wahrnehmung von euch. Ja? Habt ihr eine Bedeutung oder habt ihr keine Bedeutung? Der Journalist denkt sich, okay, das sind jetzt 10 Leute oder sind das jetzt 500 Leute? Ja? Wahlkampfabschlussveranstaltung. Es wäre auch immer besser, dass ihr am Anfang weniger Leute habt als am Schluss, dass man sieht, okay, es geht bergauf mit euch. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, so ein kleines Basisprogramm, das man natürlich machen will. Da können wir gerne später noch ein bisschen drüber reden. Ich habe circa Zeit bis 7:30. Ich weiß nicht, ob Sie das ausgelegt haben, auch gerne zur Verfügung. Aber ich glaube, dass es ein Team braucht, die Geschichten recherchieren, den Aktivisten, die wirkliche Aktionen vorbereiten, das können Sie machen. Und das ist eure Chance. Und ja, ich glaube, das ist einfach das Zentrale. Und mehr will ich da auch nicht dazu sagen, weil es mir wichtig ist, dass ich einfach eine Botschaft habe und dass die vielleicht nur hängen bleibt. Und in diesem Sinne ist es wichtig, hängt es euch rein. Wahlkämpfe ist was Wunderbares übrigens. Vielleicht ist das auch ein wichtig, dass ihr sagt, also ich liebe es ja auch Wahlkämpfen. Und zwar dann, wenn man bereit ist, 24 Stunden am Tag sich da reinzuhängen. Was passiert dann? Dann hat man dieses klassische Flow-Erlebnis. Ja? Auf einmal schwimmt man dahin. Dieses Flow-Erlebnis, wo man einfach getragen wird, wo man einfach gar nicht mehr aufhören will, daran tätig zu sein und dieses Ziel hinzuarbeiten. Das ist was Wunderbares. Nachher ist man fertig, man hat vielleicht 10 Kilo zugenommen, 10 Kilo abgenommen, je nachdem. Ja. Aber man ist richtig fertig, aber es ist super. Ja. Also hängt euch da rein. Sucht euch Kandidaten, die auch Zeit haben. Ja. Es ist irrsinnig wichtig. Es macht keinen Sinn, wenn einer seinen 40-Stunden-Job nicht beiseite legen lassen kann. Das kommt da. Ja. Ihr braucht Leute, die Zeit haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die wirklich bereit sind, dass sie 24 Stunden lang laufen. Und zwar laufen, nicht gehen. Laufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es wird dann wunderbar. Es macht Spaß. Ne? Und wie es am Anfang gesagt hat, also diese Protestbewegung, wo ihr ein Teil seid von einer weltweiten Protestbewegung, die wird nicht aufschlagen danach. Ja? Und der Nationalratswahlkampf, das ist eine Stecknadel in dieser Protestbewegung. Da bricht jetzt nicht die Krise aus für den Fall, dass das am Schluss dann nicht gelingt. Ja? Geduld. Die Zeit spielt schlussendlich für solche Bewegungen. Ja, in diesem Sinne würde ich mal wünschen, dass ihr vielleicht einfach erkennt, ja, dass ihr einen Zahn zulegen müsst. Dass ihr endlich ja, die Beine in die Hand nehmt und ins Laufen kommt und eure Grenze auslotet, mutige Typen findet, die auch wirklich Sachen machen, und ja, eure Grenze auslotet, schlussendlich, für Aktionen. Das müsst ihr dann selbst entscheiden, was richtig ist, was falsch ist, was ist moralisch vertretbar, was ist notwendig. Und ich hoffe, dass ihr heute und morgen die Möglichkeit wisst, dass ihr wirklich eine Idee habt, ja, von dem, wie ihr dann schlussendlich Erfolg haben könnt. Und wenn es dazu Fragen gibt und ich Spur dazu beitragen kann, bin ich natürlich jederzeit ganz gerne zu begleiten. Gut, ich glaube, es ist. Okay, wir machen zwei, drei Fragen und Antworten, falls mir was ganz auf der Zunge brennt und dir was recht ist. Selbstverständlich. Hat wer was? Ich bin gerne bereit, so nachzusprechen. Wenn man Aktionen macht, wie sollte man also umgehen dann mit dem medialen Feedback? Da werden wir wahrscheinlich Möglichkeiten verunglimpft in alle Richtungen, um neue Sportarten runterzuspielen. Also die Aktion, die ihr setzt, ja, die muss natürlich ganz klar an euren Inhalten natürlich ausgerichtet sein. Was würdest du sagen, wenn Greenpeace sich an Schienen kettet, damit sie einen Pastatransporter aufbauen? Würdest du das gut finden? Würdest du es irgendwie gut finden? Ja. Und genau so, was musst du machen. Das, was die Leute erkennen, dass es moralisch auch wichtig ist, ja, auch wenn man dann vielleicht gewisse Grenzen überschreitet, das werden sie nicht vorbeifinden, sondern sie werden sich freuen dafür, dass es Leute gibt, die auch wirklich das Herz in die Hand nehmen und zum Mut besitzen und schon was eintreten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also da würde man keine Sorgen machen. Und vor allem nicht den Konflikt. Der Konflikt ist irrsinnig wichtig. Wir müssen ja auch Konflikt produzieren, damit es überhaupt so eine tolle Geschichte gibt. Das braucht man nicht. Und das andere dazu. Damit man dann auch daraus eine schöne Geschichte macht. Du denkst dabei auch immer an Bilder. Ne? Also da kommt der Fotograf, da kommt vielleicht der Kamera. Ja? Denkt wie ein Journalist, denkt wie ein Kameramann. Was hat der für schöne Bilder? Wie soll das Bild ausschauen? Das sind wichtige Dinge. Thank you.
darüber treibt? Hättest du eine Idee, einen Vorschlag für ein Thema, was sowohl zu unseren Themen passt, aber auch gut zu kommunizieren ist und was man einfach auf eine Art und Weise kommunizieren kann, wo die Leute sich nicht, also wo die Leute was zum Anschlossen haben, sozusagen. Was auch nicht zu hoch gestochen ist. Ein Thema? Irgendein Themenkomplex, irgendwas Konkretes, was dir vorschlagen würde? Ja, der Themenkomplex ist schlussendlich im Zentrum von euren Tun steht eure Vision, wie es ausschauen soll, wie Österreich schlussendlich ausschauen soll. Es ist eure Vision, von dem geht alles aus. Und am besten eure Vision auch als A4-Zettel schreiben, mit knackigen Beispielen und 5 Beispielen in mehreren Themenbereichen. Da müsst ihr dir finden, was ihr glaubt, dass in eurer Vision die 5 wichtigen Kernpunkte sind. Und diese 5 wichtigen Kernpunkte in der Überschrift können im Anhauptsatz sind zusammengefasst. Grundsatzprogramm ist gut, nur die Menschen, großteils, die sich aufregen, dass wir kein Grundsatzprogramm haben, sind aber meistens die Menschen, die eigentlich Grundsatzprogramme gar nicht lesen. Also man muss schon wissen, dass der Großteil der Menschen natürlich vielleicht viel nur 4 Blatt lesen, aber kein Grundsatzprogramm. Darum ist es wichtig, glaube ich, dass man auch Informationsmaterial, das darüber nicht hinausgeht, eure Vision transportiert wird. Und an diesen 5 Kernpunkten, ja, zentralen Kernpunkten eurer Vision, würde dann die einzelnen Aktionen aufbauen. Ja. Also was immer das dann auch sein wird, meine, das ist auch ziemlich auf der einen Seite direkte Demokratie, ja, und Sprache. Was würde sich da ergeben? Und keine Ahnung, was in der Pressekonferenz, irgendwas im Parlament, Parlamentsbesetzung, was auch immer. Was euch halt dann einfällt. Jetzt müsst aber ihr entscheiden, was hier für euch vertretbar ist und ihr glaubt, dass das gut ist. Ganz kurz noch, würdest du eher Sachthemen betonen oder würdest du eher auf diese Vision, auf diese Idee gehen, dass die Leute sich selber was reininterpretieren können und selber ihre Hoffnung darauf projizieren können? Naja, ich würde schon konkrete Vorschläge in dieser Vision haben. Also da müssen konkrete Lösungen her. Ja. Also ihr braucht, also die zentrale Frage, die natürlich im Wahlkampf vorkommen ist, was passiert mit unserem Geld? Ja. Ihr braucht es. Wenn das euer Spitzenkandidat, der wird das keine Ahnung wie oft gefragt kriegen. Oder bei Leuten in dem Stand. Und dann müssen die Leute einfach wissen, was sie sagen. Und das sollen sie in einer knackigen Überschrift sagen und in einem knackigen Absatz, sodass einfach jeder versteht. Und dass es eine klare Lösung ist. Wo jeder sagt, stimmt, ja, genauso kann man es machen. Und das ist wichtig. Also schulst dann auch die Leute. Ja. Also das sind eure Punkte. Und schulst dann die Leute, die am Stand sind, damit die auch gewisse Dinge ganz schnell dann erklären. Aber Lösungen, konkrete Lösungen, also nicht jetzt irgendwie verlieren in, ja, wir brauchen mehr Transparenz, ja, das ist alles schön, oder wir brauchen mehr direkte Demokratie, ja. Das ist eine große Gefahr, weil das fordert mittlerweile schon sehr, sehr viele Gruppierungen. Ihr braucht konkrete Lösungen, ja. Was heißt das, ja? Und das braucht sie. Also ja, mehr direkte Demokratie, aber dann 1, 2, 3, 4, das ist es. Das sind die Lösungen. Ich sehe Aktionismus immer wichtig, ja. Wo soll man dann die Grenze setzen? Ja. Wo ist der Zoom? Ich würde sagen, hätte sich wo anketten lassen, okay, kann man so, ist nicht wirklich verboten. Ja. Hätte irgendwo ein Haus besetzen und das Parlament besetzen, sind wir irgendwo schon im Bereich des Verbotenen. Ja. Dann hast du wieder die bösen Piraten, dann was nicht erlaubt ist. Ja, aber ich kann euch diese Frage nicht beantworten, weil es ist eine Entscheidung eurer Gruppe. Ihr müsst die für euch selbst beantworten und schlussendlich darüber einen Konsens finden. Also, was glaubt ihr, ist gerechtfertigt? Ja? Also, es muss natürlich friedlich sein. Ja? Riskiere ich es, dass ich eingesperrt werde? Das sind Dinge, die ihr selbst für euch beantworten müsst. Ja? Ich kann dir dazu keine Antwort geben, weil du selbst für dich entscheiden musst, wie weit du gehen willst. Ja? Und du selbst glaubst, dass es moralisch vertretbar und richtig ist. Ich glaube, das aber wichtig ist, dass es friedlich ist. Ja, aber du? Ich war ja vor 2 Tagen bei dem Vortrag von Robert Missig und der hat gemeint, also dieser Verfall an Legitimation der politischen Kaste gegenüber der Bevölkerung ist deswegen, dass da die Volksparteien, die großen Volksparteien, die sind wirklich durch einen Kampf gegangen, sozusagen die Gewerkschaftsführer, was auch immer, die haben einen Kampf gemacht, die sind teilweise wirklich an die Grenze gegangen, was für sie moralisch und ethisch vertretbar war. Und ich glaube, wir müssen auch einen Schritt weitergehen als der Funktionsmensch, um zu zeigen, die Legitimation zu bekommen, dass wir die vertreten, weil wenn wir das machen, was sowieso der Durchschnittsmensch sowieso machen würde, das heißt sich aufregen vor der Tipp 2, dann wir haben überhaupt keine Legitimation, irgendwen zu vertreten. Ja, aber wie viele von uns sind wirklich bereit dazu? Naja, ja, das wird sich zeigen. Ja. Das braucht er nicht. Richtig Käfer. Ja. Geiler Schnitt.
Okay, gibt's noch? Wir haben uns auch eine Frage. Noch was abschließend ein. Ich will nur eins anmerken. Für mich ist es einfach ein bisschen unterschiedlich, wenn ich eine Reaktion mache, weil ich sage, das geht so nicht und ich muss daran rennen und deswegen will ich und dann die Aufmerksamkeit dafür. Oder weil ich eigentlich nicht im Kopf habe, naja, ich will Aufmerksamkeit, was könnte ich jetzt machen? Ich glaube, das ist eine völlig andere Energie und ich muss sehr gut aufpassen, dass er da wirklich die falsche Seite ist. Nein, du bist vollkommen davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Und das ist auch im Sinne des Gemeinwohls schlussendlich was bringt. Also das ist natürlich eine zentrale Voraussetzung. Also man kann sich da auch in die Zeugen sagen, darf man sie nicht verkaufen. Ne? Also das muss schon mit Herz und Seele auch getragen werden von den Leuten, das macht. Sonst funktioniert das auch nicht, sonst ist es auch nicht glaubwürdig. Ja? Und dann macht das Ganze einfach auch gar keinen Sinn. Also die muss gleich lassen. Ne? Wenn die Leute nicht davon überzeugt sind, von dem, was sie machen, und sie dann mit Herzblut reingehen in die Aktion, dann darum ist es ja wichtig, dass eure Vision, von dem es ausschauen soll, dazu kommt, dass das die Grundlage ist, ja, und dass sich auf dem die Dinge dann aufbauen. Also nicht, dass ich irgendwo anfange, irgendwas herzuzaubern, weil das vielleicht in die Welt kurz gut ankommen kann. Also, es muss schon eine inhaltliche Substanz haben, also, da braucht es eine Basis eigentlich dafür, und das dann auch vernünftig getragen wird. Okay, danke vielmals. Du bist noch dabei. Ich würde sagen, ich glaube schon, dass wir zum Beispiel mit www.besserefragen.at, das ist genau so eine Kampagne war, die was online und offline gelaufen ist und wo dann sogar dann der Link in der Kronenzeitung in einem Artikel vorkommen ist. Ich glaube, recht viel mehr erfolgreicher haben wir jetzt. Und wenn es in die Richtung gehen würde, kann man. Das würde jetzt zum Beispiel schon einmal ins Gleichen. Also, wenn das für euch der definierte Erfolg ist, dann wird sie keinen Erfolg haben. Ich glaube auch, dass also einen Link publizieren zu lassen in der Kronenzeitung einmal ist kein Erfolg. Ja, also wir festhalten mit Themen setzen, die über mehrere Tage hinweg Medienlandschaften dominieren, die Medienlandschaft in Österreich mit dominieren, ja, eines von den größeren Top-Themen. Ja. Da müsst ihr rein. Ja, aber was man schon lernen kann aus der Aktion, ist, dass nicht jede Aktion, die medial zumindest noch ein bisschen einen Niederschlag findet, gleich im Rande der Realität steht. Ja? Nein, um Gottes Willen, also das ist ja auch nicht meine Entschuldigung. Also die Befürchtung gekommen ist, dass jede Aktion eigentlich so im Graubereich stattfindet, bestimmt. Nein, überhaupt nicht. Jeder Aktionismus ist ja selbstverständlich. Ja, das können natürlich unterschiedliche Kampagnen sein. Meiner Meinung nach darf sie, dürfen die meisten Aktionen nicht im Rande der Realität stehen, weil wenn das passiert, ist nicht selbst. Genau, wir müssen Stadtplanung sein. Wir müssen selbst auf Freien sind. Naja, da gibt es halt den bekannten Spruch, halt, wo Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht. Korrekt. Also das würde man dagegen machen. Ja, das ist ein Thema, aber das ist ja halt verschiedene Sachen. Und ich glaube, dass gewisse rechtliche Voraussetzungen durchaus moralisch immer vertreten sind. Also es ist im rechtlich vielleicht korrekt, aber es ist moralisch immer vertreten. Und das sieht man ganz gut. Und das ist auch der Grund, dass es diese Protestbewegung gibt. Ne? Weil sie einfach sehen, dass diejenigen, die die Gesetze machen, einfach die Gerechtigkeit aus den Augen teilweise. Ja, das stimmt, aber man muss das so aufziehen, dass die Leute in einer einfachen Sprache wirklich nachvollziehen und erkennen können. Ja, aber wie gesagt, das muss jeder für sich alleine entscheiden. Das muss jeder in der Gruppe entscheiden, das muss aber dann jeder für sich auch alleine entscheiden. Das ist ein Thema für morgen. Das ja, genau. Also merkt euch dieses Thema, offensichtlich hitzige Diskussion, machen wir mal wieder Session dazu. André, ganz kurz noch, Christian, ganz kurz noch, dann müssen wir weitermachen. Ich wollte dazu anmerken, dass in Wirklichkeit, wenn wir Beamten anrechnen und das System so verändern wollen, wie wir es verändern wollen, wird das System grundsätzlich etwas dagegen machen. Und es wird jede mögliche Ressource, die es hat, aufbieten, um uns daran zu hindern. Das fängt bei der Steuerprüfung an, die du plötzlich hast, die du das nicht hast. Wenn dein Freiberufler dein Gewerbeleiter, dann bist du sonst täglich netten Neckereien. Das heißt, die Diskussion über was am Rande der Legalität ist und was darüber hinaus ist, ist eine permanente. If you don't push them, you won't get anywhere. You have to push them hard. Es hilft nichts. Ja, das ist nur mit guten Möglichkeiten kommen wir doch nicht hin, wo wir hinwollen. Das System wird sich wehren. Mit den süßen Klauen, Zähnen und allem, was es haben. That's just my two seconds.